Sprit für den Kiez Teil 4. Hamburg-Reeperbahn. Vergnügungsviertel für 25 Millionen Besucher im Jahr. Hauptschauplatz für Schicksalsgeschichten aller Art. Die Tankstelle im Herzen von St. Pauli. Dann hat er die hier vorne, genau hier vorne eingesteckt, die Sachen. Über der Station ein Wohnblock mit mehr als 100 Parteien. Haushaltsauflösung nach Todesfall. Der lag ja da 8 Wochen. Saß er, besser gesagt, saß er da drin. Da waren schon die Maden und so, die Speckmorden. Das war doch sehr unangenehm. Von allem der Geruch, was da entstand, der war eigentlich grausam. Abends eine andere Welt. Partyhungrige Jugendliche erobern das Pflaster. Alkohol und Aggressionen ergeben ein explosives Gemisch. Wir sind keine Fans, wir sind Hamburg Hooligans! Ja! Scheiß Nazi! Stress für die Einsatzkräfte. Die Situation eskaliert. Wir wurden eben von einem mit einer Flasche gestresst. Der hat hier alles aufgeschnitzt. Aber so tief. Am Wochenende kommt der Kiez nicht zur Ruhe. Freitagvormittag auf St. Pauli. Der Hamburger Promi-Wirt Rüdiger Kowalke kommt zur Autopflege. Seit 25 Jahren führt der Gastronom eines der berühmtesten Fischrestaurants der Republik. Auf der Tankstelle von Seniorchef Jürgen Schütze tauscht er die Rollen und wird vom Gastgeber zum Kunden. Aber erst muss man ja immer gut, ne? Ja. Mein Auto ist schmutzig, ich muss mal wieder rein. Haben wir kein Problem. Ist ja nicht so viel los, dauert nicht so lange. Ne? Nein, geht sofort. Okay, dann kann ich in die Waschanlage. Okay, oder Herr Dose übernimmt ihn gerne für Sie. Alles klar, ich fahr eben rein. Hallo Herr Dose, moin. Alles voll auf? Ich fahr eben in die Waschanlage. Sonne mitgebracht. Danke. Die Autopflege gehört zum Kerngeschäft des 50 Mitarbeiter zählenden Betriebes. Schon 1963 eröffneten Schützes die erste vollautomatische Waschstraße Hamburgs, den Magic Tunnel. Mehr als 2000 Fahrzeuge durchlaufen seither Woche für Woche die Anlage. Rüdiger Kowalke ist Stammkunde. Ja, alles perfekt, danke. So, wie immer, ne? Wie immer. Ja. Ich komme schon über 25 Jahre zu Herrn Schütze, weil es geht immer unheimlich schnell hier. Es ist unkompliziert. Die Menschen sind freundlich, wie bei uns auch. Und es gehört mit zu St. Pauli, mit zu unserem Stadtteil. Herr Schütze ist oft mein Gast. Er müsste viel öfter kommen, denn er hätte einen bisschen schmaleren Umfang, denke ich mal. Aber er ist sehr häufig bei uns, schön zum Essen. Und das verbindet natürlich auch. Soziale Gegensätze sind charakteristisch für St. Pauli. Während draußen eine Luxuskarosse gewienert wird, beschäftigt sich die Polizei im Shop mit einem Ladendieb. Ein Mitarbeiter hatte den wohnungslosen Langfinger beobachtet. Seine bescheidene Beute, ein Bier, eine Zahnbürste und eine Packung Einwegrasierer. Dennoch gibt's eine Anzeige bei der Polizei. Also ich hab ihn gesehen, wie er die in der Hand getragen hat, ganze Zeit. Auffällig, er ist 5 Minuten ungefähr hier rumgegangen. Dann hat er die hier vorne, genau hier vorne eingesteckt, die Sachen. Also. Und ich glaube, der war schon verdächtig, der war schon mehrmals hier. Also. Auffällig. Ja, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie viel Wert die Sachen haben, also insgesamt. Mehrmals in der Woche muss die Polizei anrücken. Zudem sprechen die Mitarbeiter Hausverbote aus. Mit mäßigem Erfolg. Viele Diebe sind Stammkunden, wenn auch keine Zahlenden. Jeder Strafantrag bedeutet Papierkrieg. Deshalb muss der Beschuldigte mit aufs Revier. Wenn bei den Tätern Alkohol im Spiel ist, hält sich die Anteilnahme der Belegschaft in Grenzen. Es sind einige bei, wo man Mitwirkung hat. Nur ich halte das für albern. Die können uns fragen. Wenn der wirklich nicht zu beißen hat, soll er uns fragen. Nur diese Klauereien mit Alkohol, da haben wir nun wirklich keine Mitwirkung. Gucken sich die Leute doch mal an, die da so saufen, bis denen die Beine abfahren. Geht immer weiter und dann noch klauen. Keine Lösung. Für den Obdachlosen endet die Diebestour auf der Davidwache, gleich um die Ecke. Letzter Gang des Pflegemenüs, die Kontrolle. Dann ist der Mercedes abholbereit. Das ist wie von Hand gewaschen ist das.
super. Deswegen komme ich immer wieder, ist ja klar. So viel Lob, das macht einen ganz besonders stolz. Man freut sich natürlich, denn der Mann weiß von Qualität zu sprechen. Und wenn ein Mann, der so ein hochwertiges Restaurant führt, bei uns zufrieden ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Und über so viele Jahre schon. Das beruhigt mich dann, wenn ich ihn immer wieder sehe. In direkter Nachbarschaft zur Tankstelle zwei Apartmenthäuser mit 109 Wohneinheiten. Nicht unbedingt Hamburgs erste Adresse. Die Mieterschaft spiegelt den sozialen Querschnitt des Stadtteils wider. Rotlichtbeschäftigte, ehemalige Obdachlose und alteingesessene St. Paulianer leben in den siebenstöckigen Gebäuden. Die Fluktuation ist hoch. In Nummer 5a löst das Hausmeistergespann Uwe Hoppe und Holger Reibried eine Wohnung auf. Der Mieter ist während seiner Kur verstorben. Angehörige gibt es nicht. Vom Amt kam die Mitteilung, dass die Wohnung geräumt und für die Wiedervermietung hergerichtet werden darf. Dann schauen wir uns mal an, was wir verschenken können. Wir haben ja ein paar Leute hier, die Gast brauchen. Zum Beispiel Garnitur und so. Das Bett. Haben wir da jemanden für? Ja, ich glaube ja. Haben wir eine Nummer? Das können wir mal anrufen und fragen. Schauen wir mal in die Küche. Da ist, aber ist gar nicht so. Wir müssen uns gerne mal die Tonne holen, damit wir die angebrochenen Sachen wegschmeißen. Ja. Damit es nicht anfängt zu stinken. Ne? 36 Quadratmeter misst das Einzimmer-Apartment des Verstorbenen. Der Mann litt an Lungenkrebs und war ungefähr 60 Jahre alt. Viel mehr wissen die beiden nicht. Was hast du hier? Das Plastikraum und so. Nur verderbliche Ware kommt in den Müll. Für alles andere finden sich im Haus dankbare Abnehmer. Zwischen den letzten Habseligkeiten eines erloschenen Lebens macht sich Uwe Hoppe so seine Gedanken. Was hat ein Mann gemacht? Man denkt darüber nach. Man sieht das ja auch so teilweise auch. Dass der Mann hat auch nicht viel besessen, so wie man sieht. Also, ist natürlich irgendwie. Weiß ich nicht. Wer weiß, wie man selber nachher später dran ist. Also, das ist alles so ein bisschen. Ne? Man denkt doch drüber nach, ne? Wie man nachher selber ist, im Alter und so. Ne? Wie hinterlasse ich meine Wohnung? Ne? Das ist natürlich alles. Komisches Gefühl ist das schon. Hoppe und Reibried wohnen selbst in der Anlage. Doch den Verstorbenen kannten beide nur vom Sehen. Für das Bett gibt es bereits einen Interessenten, André Schlüsselburg von gegenüber. André, kannst du mal rüberkommen? Ja, hier haben wir wahrscheinlich ein Bett für dich. Ja, hier drüben im vierten Stock, 5a. Alles klar, bis gleich. Jo. Jungs. Bei den Wohnungslosen ist der Tankstellenvorplatz ein beliebter Treffpunkt. Dieter Dose muss eingreifen. So, pass auf. Ohne Ärger jetzt. Erstmal ist das Privatgelände. Ja. Ne? Excusez-moi. Ja, pass auf. Ja, lass mal ruhig. Pass auf. Und ich weiß nicht, ob du mich jetzt verstehst. Wir dürfen verkaufen. Aber wir haben keine Schankgenehmigung. Wir dürfen hier nicht trinken. Und wenn ich trinke? Ja, doch, da. Und rauchen auf einer Tankstelle. Auf der Tankstelle. So, bitte seid so nett. Da an die Seite, ja? Seid ihr so nett? Hast du es verstanden, was ich meine? Wir haben keine Schankgenehmigung. Wir dürfen hier nicht trinken. So, bitte seid so nett. Da an die Seite. Ja? Okay, alles klar. Ist okay. Alles okay. Wenn wir hier durchziehen und sagen, Platzverbot, können Sie hier nicht mehr kaufen. Dann nehmen wir denen ja alles weg im Prinzip. Denn das ist ja wie das Wohnzimmer hier. Also das. Wir haben drei Zimmerräume. Einmal das Wohnzimmer, unsere Toilette und dann die Küche ist unsere Tankstelle. Das funktioniert schon, aber man muss eben halt versuchen, die nicht ganz und gar aufs Gelände zu kriegen. Die anderen kommen, kriegen Schreck, wenn die hier rauffahren. Und da sitzen ein Haufen Obdachlose. Diese Obdachlosen gehen noch, aber gibt's auch dann andere. Na, das war noch die ruhige Seite. Aber der eine davon war ja eben einer unserer Ladendiebe. Die haben doch keine Hemmung. Die kommen dann wieder rein und dann ist das Thema durch.
Schmucklos und trist, so präsentiert sich der Gebäudekomplex am Tag. Im vierten Stock setzen die Hausmeister die Wohnungsauflösung fort. Morgen. Haben wir nicht geweckt, oder? Ja, klar. Es geht darum, wir wollten das Bett haben. Ja, ist das denn auch noch in Ordnung? Ja. Nicht, dass er sich reinlegt und durchfällt. Ich denke, das ist noch in Ordnung. Noch im Laufe des Tages wird das Bett den Besitzer wechseln. Dass es von einem Verstorbenen stammt, macht niemandem etwas aus. Solange es noch in Ordnung ist, ist es auch gut. Also finde ich zumindest. Nee, ich störe das nicht. Räumungen nach Todesfällen sind für die Hauswarte nichts Besonderes. Im vergangenen Jahr entdeckten sie die Leiche eines Nachbarn erst nach langer Zeit. Der lag ja da 8 Wochen. Saß er da drin. Da waren schon die Maden und so, die Speckmorden. Das war doch sehr unangenehm. Von allem der Geruch, was da entstand, der war eigentlich grausam, sag ich mal so. Der war richtig grausam. Da krabbelten da die Maden und so. Das war eigentlich das Schlimmste, was ich hier miterlebt habe. Eigentlich. Ansonsten ging das eigentlich. Es gab auch schon Erschossene. Ja, Erschossene haben wir auch schon gehabt. Das natürlich. Sich selbst erschossen, hat Lungenkrebs gehabt. Bis auf Weiteres gibt es für Uwe Hoppe und Holger Reipried nichts mehr zu tun. Die Möbel gehen an die Nachbarn, brauchbare Kleidungsstücke an die Heizarmee. Später werden sie das Apartment renovieren. Seit 1948 gibt es die Station an der Reeperbahn. Inmitten des berühmt-berüchtigten Kiezes kümmert sich Tankstellenleiter Dieter Dose um einwandfreie Autopflege. Seine natürlichen Feinde sind Insekten. Das Fahrzeug ist schnell und lange über die Autobahn gegangen und wird jetzt gewaschen. Und bei diesen Modellen mit der schrägen Haube haben wir immer Probleme mit dem Fliegen. Die Insekten, die schießen da so scharf rein. Und in der Zeit, wo der Kunde sich jetzt diese Marke holt und zum Waschen fährt, habe ich eine Einwegzeit von den Insektenentferner und habe dann vorne eben halt keine Reklamation mehr. Passieren tut dem Lack definitiv nichts. Das ist nur so, die gehen jetzt leichter runter und er braucht nicht so hart mit dem Dampfschaler da drauf. Ja, sehr schön. Nur wenn er nachher jetzt beim Saugen ist, ist zu lange, ist das Ganze abgetrocknet, zersackt. Wunderbar. Wir sehen uns gleich. Besten Dank. Okay, tschüss. Vor 48 Jahren begann Dose hier seine Ausbildung. Er ist mit dem Stadtteil aufgewachsen. Also ich kenne ihn ja schon aus meiner Jugendzeit her. Dieser Stadtteil ist eigentlich sehr ähnlich. Zumindest von den Bewohnern, die hier wohnen. Absolut ähnlich. Entweder ist man da was und man kommt mit denen zurecht oder man kommt mit denen nicht zurecht. Und die sagen einem das auch. Und der alte St. Paulianer, der ist absolut unkompliziert. Für den ist das Wort Sie fast ein Fremdwort. Und wenn er das nicht will, dann tut er es auch nicht. Der spricht mit einem dann auch gar nicht. Der lässt einen links liegen und dann ist das Thema auch durch. Und so ähnlich machen wir das hier eigentlich auch, weil das ergibt sich von ganz alleine. So, dann wollen wir mal gucken, ob das was gebracht hat. Ja, hat gebracht, aber du siehst, das ist jetzt auch richtig drauf. Muss ich noch mal ein bisschen nacharbeiten? Im Anschluss an die Wäsche erhält jedes Fahrzeug eine manuelle Nachbehandlung. Kontrollieren, wienern und wischen. Doch die Fliegenreste erweisen sich als hartnäckig. Ich habe einmal noch mal das mit Insektenentferner nachgearbeitet. Der Nachteil ist natürlich jetzt, dass der Wachsfilm so ein bisschen aufgerissen ist. Und den sprühen wir jetzt wieder drauf. Oberstes Ziel ist die Zufriedenheit des Fahrers. Das kostet ihm schon ein freundliches Lächeln. Aber da er das schon jahrelang macht, wenn er das heute Morgen vergisst, ist das auch nicht so schlimm. Kundenbindung lautet Doses Absicht. Nichts fürchtet er mehr als einen unzufriedenen Halter, der nicht wiederkommt. Tanken und shoppen, das Motto einer jeden Zapfstation. Fast alle Spritkäufer greifen auch bei anderen Artikeln zu. Neben Zigaretten führen alkoholische Getränke die Bestsellerliste an. In Hamburg gibt es keinen anderen Ort mit so gemischtem Publikum wie die Reeperbahn. In den Wochenendnächten sorgen mehrere Türsteher für einen reibungslosen Ablauf auf dem Tankstellengelände. Stefan und Gideon beginnen ihren Dienst um 22 Uhr. Zu ihrer Ausrüstung gehören eine schuss- und stichsichere Weste, Pfefferspray und ein paar Handschuhe. Gideon ist zum ersten Mal dabei. Hier müssen wir halt darauf achten, dass die Säulen einigermaßen frei bleiben, dass die Autos hier noch tanken können.
dass die Leute sich hier nicht allzu lange aufhalten mit irgendwelchen Getränken, mit irgendwelchen Bierkisten oder anderen Sachen. Ja. Telefonieren muss hier draußen auch nicht sein. Mach dein Handy bitte aus. Hier ist der Staubsauger. Auch ab und zu mal hingucken, dass sich da keine Leute versammeln. Im Großen und Ganzen war es da schon so ziemlich. Das ist eigentlich der ganze Platz hauptsächlich. Gucken, dass hier nicht so viele rumsitzen. Wir gehen dann auch gerne mal rein, setzen sich da hin, rauchen einen, trinken was oder so. Wenn sie auch bitten, dass sie das Gelände verlassen möchten. Yüksel Özcan arbeitet seit 14 Jahren an der Tankstelle. Schon sein Vater stand bei Familie Schütze in Lohn und Brot. Um 22.30 Uhr ist Dienstbeginn. Schon auf dem Weg aus der Tiefgarage gibt es Beratungsbedarf. Eine junge Parkhauskundin fürchtet um die Sicherheit ihres Fahrzeugs. Also wenn Sie keine sichtbare Gegenstände im Auto nicht drin lassen, dann passiert sowieso nichts. Ja, alles gut wegräumen, nicht sichtbar. Mein Auto steht auch immer unten, passiert nicht. Also. Weil ich habe nämlich im Moment einen Leihwagen und ich habe so eine Angst, dass da was ist. Nee, also normal passiert nicht was. Okay, ne? Gut, ich habe den nämlich extra jetzt am Handy. Wenn Sie, solange Sie kein Handy da drin liegen haben, nee, Taschen und so weiter, hier. Passiert sowieso nichts. Okay, tschüss. Hi. David. Hi. Hi, zwei. Ja? Ich glaube, ja. Jo. Hi. Hallo, Amadi. Wie geht's? Alles klar? Gut, gut, danke. Und dir? Der 32-jährige Türke leitet die Nachtschicht. Ich muss immer vorher gut ausgeschlafen sein und dann geht das eigentlich. Und wenn ich zu wenig geschlafen habe, ist das ein bisschen schwierig und stressig. Aber wenn ich davor schön ausschlafe, so 6 bis 8 Stunden so, und dann geht's. Also das ist wie ein normaler Arbeitstag dann. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es überhaupt kein Problem. Während der Übergabe schließen die Mitarbeiter die Kasse für einige Minuten. Wartezeiten entstehen dennoch nicht. 2 weitere Kassen sorgen für Abhilfe. Gegen 23 Uhr beenden die meisten der umliegenden Theater ihre Vorstellungen. Dann beginnt die Rush-Hour. Heute wird es bestimmt jetzt gleich ein bisschen stressig, weil wir gleich die Parkkunden haben, die aus dem Theater jetzt kommen. Ja, und dann ab 1 Uhr, so 12 Uhr, so kommen auch dann die Jugendlichen, halt, die in den Diskos hier sind, unterwegs sind. Der Dome, der macht ja auch dann bald Schluss und dann kommen die auch auf die Reeperbahn. Dann wird es ein bisschen so bis 3 Uhr, denke ich mal, ein bisschen was los sein. Tiefgaragengäste bedeuten für die Sicherheitsmitarbeiter selten Stress. Nur manchmal findet sich ein Fahrzeughalter im Parkhaus nicht zurecht. Stefan und Gideon bleibt noch Zeit für einen Kaffee. So, ich muss auf den Deckel aufpassen, so ganz drauf. Ich nehme es jetzt ab. Nach Dienstbeginn beziehen sie Stellung vor dem Eingang zum Tankstellenshop. Ich versuche möglichst immer die ganze Tankstelle im Blick zu behalten. Sprich den Imbiss, die Autos, die geparkt haben. Die Tanksäulen, dass sie frei bleiben, dass keine falschen Leute oder irgendwelche Gruppen in die Tiefgarage gehen. Deswegen gucke ich mir so ein bisschen um, dass ich irgendwo immer sehe, so ein bisschen was los ist. Vor allem Jugendliche nutzen die Tankstelle als günstigste Theke der Reeperbahn. Da ist Vorsicht geboten. Die kritischen Punkte, wenn hier alles voll steht, die Leute irgendwo anfangen zu trinken, sich in einer Ecke bilden oder wenn sie aus irgendwelchen Clubs frustriert rauskommen und dann noch was trinken wollen und sich dann irgendwie in der Tankstelle entladen oder so. Und wenn mir das zu viel wird, dann sage ich schon, dass sie entweder bitte weitergehen möchten oder dementsprechend anders. Ihr habt auch alles, was ihr wollt. Ja, geht ihr bitte weiter. Das Gelände ist eine Bühne für Nachtschwärmer. Es ist hier günstiger. Ja. Und hier hat man frische Luft. Wo willst du ein Bier holen? Und man wird nicht so schnell breit. Man kann hier in Ruhe trinken. Dann geht man zurück und von nach Hause. Ja, aber du trinkst ein Bier und dann weißt du, was du trinkst. Aber wenn du irgendwo bist, wo schmeißen du sie dir was hast, rein. Genau. Es ist kostengünstiger als alles andere. Das ist wie ein Supermarkt. Das ist ultra klasse. Das ist wie eine Familie. Die Kassiererin kennt uns, die ganze Kumpels. Die Straßenleute, die keine Übernachtung haben, auch die armen Leute kommen hierher, trinken nur ihre Bier da drinnen. Also da drinnen kriegst du auch alles. Auch aber alles. Prominenter Besuch an der Tankstelle. Lilo Wanders hat einen Auftritt im benachbarten Schmidt-Theater und benötigt Süßwaren. Lilo, moin moin. So, ich nehme Kaugummi mit. Ich habe ein bestimmtes, was ich mag. Ich wohne ja in Kriechweite. Ich weiß nur, dass ich hier zu
jeder Tageszeit schon mal gewesen bin. Die eine Kassiererin, die ist inzwischen in Pension. Die kenne ich noch als junge Frau und inzwischen ist ihre Tochter hier in der Kasse. Fast jeder möchte ein Erinnerungsfoto. Die Moderatorin freut's. Das bin ich ja gewöhnt, wenn ich irgendwo aufkreuze. Und kann nicht leugnen, dass ich es auch ein bisschen genieße. Macht schon Spaß. Und mitzukriegen, dass sie mich alle kennen und dass selbst die Jugendlichen mit mir aufgewachsen sind, weil sie alle... Jetzt will ich das Ding hier einpacken. Siehst du? Dass selbst die Jugendlichen heimlich geguckt haben, als sie noch ganz klein waren. Das ist schon erfreulich. Lilo Wanders wohnt nur einige hundert Meter entfernt und genießt den Trubel. Was denn? Auch noch eins, ja. Wer fotografiert? St. Pauli ist mein Stadtteil, hier habe ich überhaupt keine Angst. Ich habe sowieso generell vor gar nichts mehr Angst. Jetzt wird es etwas schwierig mit der Pumps. Ja. Vielen bietet der Besuch der Tankstelle ein kostenloses Unterhaltungsprogramm. Zwischen den Zapfsäulen sozialer Treffpunkt bei freiem Eintritt. Lautstarke Kunden sollen den Staubsaugerplatz bevölkern. Arbeit für die Türsteher Stefan und Gideon. Haben sich nun die gemütlichen Ecke verzogen, wollten wahrscheinlich was trinken, ungestört. Aber es ist natürlich auch Tankstellengelände hier und haben normalerweise nichts zu suchen. Wie ein Einsatz verläuft, lässt sich nicht vorhersagen. Äußerste Vorsicht ist immer geboten.